Lifetime in repeat. Ja, servus und... da quatscht die mir noch einmal rein. Ja, auf jeden Fall, servus und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Warface. Ja, etwas länger ist es schon her, dass ich dieses Spiel mal wieder angerührt habe. Okay, eigentlich habe ich es die ganze Zeit in-game gesuchtet. Muss ich ehrlich gesagt gestehen. Was heißt in-game? Ich meine natürlich, ohne es aufzunehmen oder so. Ja, ich habe es wirklich sensationell viel gesuchtet. Und, ich habe momentan ein Suchtproblem bei Warface, nämlich es ist eine neue Waffe rausgekommen in Warface. Die ist nigelnagelneu, also frisch gemacht, frisch poliert, ne, wie man es halt eben kennt. Und nein, ich will nichts haben. Och, Menno. Ja. Und ich will die unbedingt haben. Das Problem ist, die gibt es nur in so einer Zufallskiste. Und ich habe keine Ahnung, wie viel ich schon da in diese Zufallskiste rein investiert habe. Aber ich will sie zum Waffe haben! Ich will sie schon dringend haben, meine Güte! Einfach schlichtweg aus dem Grund, die ist... wie soll ich das ausdrücken? Es ist lieber auf dem ersten Blick gewesen mit dieser Waffe. Nein, also ich wollte sie halt eben einfach wegen der Feuerrate haben. Die hatte eine unglaublich hohe Feuerrate. Deswegen renne ich hier auch momentan mit dieser Waffe hier rum und mit einem Skin. Einfach aus dem Grunde, ich habe schon so viel aus dieser Kiste rausbekommen, nur nicht das, was ich haben wollte. Mir ist es übrigens egal, ob ich die Gold-Version bekomme oder ob ich irgendeine Version bekomme. Also ob ich auch die normale Version bekomme, das ist für mich egal. Ich will einfach nur diese verdammte Kiste haben. Und, das ist irrelevant. So. Und ich bekomme es einfach nicht. Naja, sobald die Kiste aus dem Shop raus ist, dann heißt es wohl für mich, ein 100er ins Spiel reinpennen, dann heißt es für mich ab ins Aktionshaus. Dann wird gebogen. Ich verplapper mich schon wieder. Dann wird geboten, bis sich die Balken biegen. Fertig, so einfach. Ich will diese Waffe. Nein, wirklich, ich möchte die wirklich so gerne haben. Und ich habe irgendwie dieses dumpfe Gefühl, dass wir hier gerade einfach zerrupft werden. Also, ich weiß nicht, ob sich dieses Gefühl irgendwie irgendwann mal bestätigt, aber so, ich habe übrigens, wir platzieren mal das Teil hier. Wenn jetzt hier jemand hochgeht, nämlich, dann wird er einfach direkt weggepustet. Gehen wir mal dahin und bewachen die Kiste. So. Eigentlich sollte ich da eine Kiste, eine liebe nette Mine platzieren. Ach, ich sollte demnächst einfach mal mehr Minen mit mir rum. So, schön, dass der so schnell umkippt. Freut mich. Hä? Okay. Was macht denn da die Mine? Kann ich die kaputt schießen? Nein. Ich will nicht auf sie drauf schießen, weil ich weiß, was dann passiert. Und ich möchte das so gut wie es geht vermeiden. Okay, da ist noch meine Mine. Das heißt, da ist noch niemand lang gekommen. Ich bin befreundet. Meine Güte. Was ist denn das da? Das ist so eine Winter-TWM. Die ist cool. Ey, die möchte ich haben. Ja, da ist immer noch meine Mine. So, hier ist die Gegnermine. Gegnermine, gegnerische Mine. Gott. Und dort ist jemand tot umgekippt. Okay. Immerhin. Ich sag's mal so. Ich stehe nicht unter Zeitdruck. Ah, da ist immer noch die Mine. Ich dachte schon, die wäre da weg. So. Weg mit den beiden. So, die wollen... Die sollen nicht da dran. So, dann platzieren wir dort wieder unsere liebe Mine. Falls hier ein intelligenter Spieler langkommt, der wird hier erstmal sein blaues Wunder erleben. Ich glaube aber, die Mine habe ich zu auffällig gesetzt, die roten Strahlen da. Obwohl, darauf achten die meisten Spieler nicht. Außer wir haben hier irgendeinen Pro-Gamer. Ja, wir haben hier einen Pro-Gamer. Okay, okay, okay. Außer der Account wurde weitergegeben, aber ich glaube eher nicht. Lass mich hier hoch. Ich... Jetzt bin ich mal gespannt. Der kriegt den nicht, oder?
Haben wir ja überhaupt einen Medic im Team? Ja, wir haben einen Medic im Team, aber der ist schon tot. Genial. So. Da hat man übrigens. Hier sieht man übrigens nochmal kurz meinen Skin, der einen auf Verschwindi macht. Sag mal. Was ist denn da mit euch los? Sag mal. Sorry, ich platziere jetzt mal die Bombe woanders. Was rede ich hier von der Bombe? Ich meine natürlich die Mine. Rennen wir jetzt hier hoch. Hä? Nee, ne? Ich liebe diese Minen, ohne Scheiß. Diese Minen liebe ich, weil die haben so einen wundervollen 360-Grad-Effekt-Radius. Also Wahrnehmungsgrad. Ihr wisst schon, was ich meine. Naja, und ich möchte die nur aus dem Grund nicht benutzen, einfach weil die. Ich kann sie mir nicht permanent holen. So, meine Mine ist da noch, ne? Ja, die ist da noch, okay. Cool. Wird denn echt noch schnell genug regeneriert? So, aber irgendwas sagt mir, dass die Bombe da verschwinden wird. Aber der hat auch diese coole Shotgun. Oh, ich möchte auch gerne diese Shotgun haben. Die ist zwar nicht vollautomatisch, aber ich möchte sie einfach aus dem Grund haben, dass ich sie dann habe. Na komm. Wollte schon sagen. Den kriegst du doch wohl im Nahkampf mit dem Sanitäter. Es ist keine Herausforderung, außer man heißt Zeithorn. Damit kriegt man nicht viel hin. Gewinnen. Ich komme schon. Ich möchte einfach nur weg von diesem Getümmel da. So. Jetzt beginnt der ganze Bombenspaß. Really? Really? Was? Meine Güte! Also entweder bin ich blöd oder ich bin blind oder ich glaube, ich bin beides. Ja. Toll. Lauf ich direkt dem Gegner in die Arme. Das ist doch eine Sensation. Und natürlich wird er wiederbelebt. Ah, ich hasse das, wenn die Medics was gut machen. Schieß den Medic ab! Meine Güte, knall doch den Medic ab! So. Was? Das ist der letzte Überlebende? Ich wollte schon sagen, wir haben verloren. Erobert den feindlichen Sprengkorb und bringt ihn zu unserem Stützpunkt zurück. Runde beginnt. Das ist ein Desaster. Nein, Menno. Schade. Warum hat er ihn nicht früher abgeknallt? Ach, egal. Okay, ich sehe schon wieder. Runde verloren. Der Feind hat unser Team eliminiert. Was war denn das? Was war denn das für ein Ende? Ich sag mal lieber jetzt, ciao, bis zur nächsten Folge.